Herzlich willkommen bei Risiko. Let's get dangerous. Herzlich willkommen bei Für Nüsse. Dirk ist geblendet von meiner Bildschirmpräsenz, obwohl es bei mir so dunkel ist auf der Seite. Ja, ich habe gedacht, ich baue mal richtig die große Ringleuchte. Nur die große Ringleuchte. Auch herzlich willkommen von meiner Seite aus hier in der neuen. Ja, in dem neuen Standard, den wir jetzt mittlerweile haben, und zwar Für Nüsse mit Bild und Klaus. Auf live von Balkonien. Wenn es zu windig ist, hörst du das, dann gehe ich rein. Wenn es zu windig ist, höre ich das, ja. Moment mal, ich werde hier gestört. Ja, ich weiß nicht. Bitte? Sie ist so ein verirrtes Opossum. Sogar der Dortmund will ihr Kostüm an. Das weiß hier keiner so genau. Hast du denn auch gestern ein paar sexy Fotos von dir machen lassen? Ich muss die selber machen. Demütigend. Demütigend. So wie damals, als du dich auf deiner SpongeBob-Decke geregelt hast. Das war schon ziemlich gut. Das war ein der sexiest Foto, die ich jemals gesehen habe, Punkt, ja. Ja. Scheiße, ich verdecke das dann. Ist denn warm bei dir? Es sieht so warm aus. Ich war noch nicht draußen heute, weil warum auch? Also hier sind, ich glaube, heute soll es um 14 Grad sein, aber wenn halt hier die... pralle Sonne? Genau, wenn der Wind halt nicht weht, dann ist es in der Sonne mal richtig ordentlich. Also ich habe, wie man sieht, habe ich schon lange... Oh, jetzt läutet Dirk die Glocken. Ja, 16 Grad sind es in Berlin gerade. Ah, okay. Nee, hier sind es, glaube ich, 2 Grad weniger. Ja, aber kann ich die Frontkamera anmachen? Dann zeige ich euch mal. Kann ich das? Nee, hast du nicht die Front- und die Rückkamera? Aber du kannst einfach das Handy drehen. Ja, muss ich ja aufstehen. Und ärgerlich. Guckt euch mal die Lümmel hier an. Das sind die Eschen? Ist Esche und das sind die überwinterten, jetzt gerade wach gewordenen Chilis. Die habe ich jetzt mal rausgepackt. Also jetzt nur so aus Spaß. Die sind natürlich sonst auch immer wieder drin. Aber Die können ja jetzt, wenn es nicht mehr friert, dann wieder Blüten schlagen. Ja, meine am Fenster hat schon Blüten. Echt? Ja. Okay, ja. Krass. Also zwei und da kommt richtig viel Blüte nach. Also da sind richtig viele Knospen, die noch grün sind. Ja. Ach, jetzt habe ich mich die ganze Zeit durchgeschaut. Ja, ich bin eben froh, dass sie durchgekommen sind, aber ich dachte, weil nachts ist ja noch, weiß nicht, 5, 6 Grad. Ja, oder aber sind schon 10, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich habe so ein bisschen Angst, hier sind Tauben immer unterwegs, dass die halt dann das Ding halt zerruppen. So, ja, das wäre, glaube ich, eher die Gefahr. Also eigentlich will ich, wenn sie bestäubt werden und dann können die wieder rein. Genau, du meintest schon, die müssen bestäubt werden, ne? Die sind keine Selbstbestäuber. Genau, ja. Kann eine Pflanze halt sich selbst bestäuben oder brauchst du männliche und weibliche? Ich weiß es nicht. Also eine Pflanze sich selbst bestäuben, was? Ja, also kannst du die Pollen von einer Blüte zur anderen nehmen oder brauchst du männliche und weibliche Pflanzen? Das weiß ich nicht. Okay. Aber ich habe halt schon irgendwo gelesen, dass jemand die selber bestäubt hat, was ja, glaube ich, voll die Arbeit ist, ne? Weil du dann ja halt die Pollen und voll dann gewichst. Naja, du musst ja da mit der Pipette arbeiten, oder? Echt? Oh Gott, ja, okay. Keine Ahnung, eine Nadel oder so. Also, ich dachte, du kannst einfach so grobflächig mit einem Pinsel verreiben. So wie man es halt macht beim Sex, ne? Ne? Wie geht's denn dir in deiner dunklen Höhle? Ich sehe ja gerade leider nicht so wenig. Versteckst du dich hinter dem Popschutz, sehe ich? Ich verstecke mich hinter dem Pop. Ja, was soll ich anders machen? Also ich kann mich ein bisschen hier entfernen, aber... Aber du sagst, wenn es zu windig ist. Ja, also Wind höre ich nicht. Manchmal ist die Verbindung nicht ganz so gut bei dir. Aber ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist dein WLAN auf dem Balkon nicht mehr so mega stark. Aber ansonsten, kommst du gut durch. Ich habe vollen Ausschlag. Okay. Ich kann bis vorne an die Ecke gehen, bin immer noch mal im WLAN. Nein. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch mit dem Kabelding deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Du hast jetzt 50 Download und 40 Upload, ne?
Ich glaube, es ist sogar bis 50 Upload in der Spitze und 50 Download, ja. Geil. Oder 100 Hast du Download gemessen, sogar? Ist das auch da oder ist es nur in der Theorie? Ich habe es nur über WLAN gemessen, was ja immer noch ein bisschen weg ist. Aber ich glaube, wir haben 100 Download. Beim Download habe ich gar nicht so genau drauf geschaut. Wir hatten immer nur so 14 Upload. Ja. Aber 14 Upload ist halt immer noch ordentlich. Also. Oh, so gut. Und halt, das ist auch egal, wenn irgendwie ein, zwei Sachen was hochladen, das ändert an der Qualität, wenn du mit mehreren Geräten im Netz bist, überhaupt nichts. Ja. Also. Das ist doch super. Ja. 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 Dann kann ich ja mal hier mal schön. Ich glaube, ich gehe gleich mal rein. Ich glaube, das wird ein bisschen doof. Aber hier sieht man die alte. Was ist denn? Die alte Glocke, die immer so laut wird. Ja. Und das finde ich sieht mittlerweile ein bisschen klischeehaft aus. Ein bisschen, als ob das hier so eine, ja. So eine Filmstraße ist. Aber ein bisschen ruhig. Es fehlt halt noch ein bisschen, dass auf jedem Rasen jemand am Rasenmäher sitzt. Das müsste sein, ja. So ein bisschen wie bei, wie heißt es denn? Edward und Scherenhänden. Ja, genau sowas. Also der Rasen hat auch so dieses satte Grün. Oh, Dirks Augen wirken so. Sonnenbeschlagen. Ja, ich hab das Gefühl, also mir war so ein bisschen heiß gerade, als ob man schnell verbrennt, zumal wir beide eher so die Sonnenmeider, Vermeider sind. Ja, und jetzt halt nochmal mehr. Ja, also, genau. Na, ich meine, sonst bist du ja immer mal irgendwie kurz draußen, wenn du zum Einkaufen gehst oder so, und jetzt. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, jetzt dieses. Oh mein Gott, jetzt ist besseres Wetter und jetzt mal rausgehen und einfach nur baden oder sowas, das ist gar nicht schlimm, dass man sich das mal so klemmt. Also nur das. So. Ja. Das ist überhaupt nicht. So, ich weiß nicht, wenn man jetzt mal weggeht und irgendwas trinken geht oder Restaurant, so, das ist dann so eher, wo ich denke, boah, okay, jetzt könnte man mal oder allein hier nur so ins kleine Café ans Wasser setzen. So. Das ist dann so, ich denke, ja, okay, aber es ist jetzt nicht, wo ich denke, oh mein Gott, das zerstört mein Leben. Ja, aber es ist mein, du kannst ja wahrscheinlich immer noch einen Coffee to go holen. Und dich dann ans Wasser setzen damit, oder? Hier gibt es keinen Coffee to go. Okay. Also ich glaube, Coffee to go ist, dass du den halt selber machst und dann mitnimmst. Aber das wäre ja auch kein Problem, weil ich gehe ja auch zu Fuß einfach 3 bis 5 Minuten ans Wasser. So, und anders als bei einem Laden kannst du ja selber noch Mehrwegbecher benutzen, die Läden ja nicht mehr annehmen dürfen. Ja. Ja. Wie Mehrwegbecher dürfen die Leute nicht mehr. Ach so, wegen Infektionen oder was? Genau. Ach, also haben sie gekämpft für ihre eigenen Mehrwegsysteme und sowas und jetzt heißt es wieder zurück zum Plastik oder Pappe oder. Ja, also ich meine, es ist halt alles, alles sehr suboptimal in vielen Belangen, aber ja, ansonsten die Läden dürfen halt nicht mehr, die können dir halt nicht den Becher aus der Hand nehmen und dann wiedergeben. Das ist halt zu hoch. Und was sagst du denn zu diesem Eilverfahren in MacPom? Was war da? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so, da hat halt irgendwie so ein das Landesgericht MacPom hat im Eilverfahren durchgerungen, dass quasi diese Ausgangssperre, also dass die Leute nicht irgendwie Kurzurlaub machen dürfen über Österreich, über Ostern, über Ostern, was ist denn hier los? Über Ostern wieder lahmgelegt. Also die können halt einfach in Ostern fahren in MacPom. Aber nur in MacPom. Ja. Das ist super, oder? Also alle gesagt haben von wegen, naja, der Bürger hat ein Anrecht auf Ostsee und deswegen und ja, aber also. Ja, ein Anrecht Wahnsinn. Auf 3 Kilo Grillfleisch. Ja, genau. Für auch 3 Euro. Ja. Ja, dumm. Also nee, hab ich nicht mitbekommen, aber ist natürlich schön dumm, weil halt solche Maßnahmen genau das kaputt machen, wo Leute wie wir uns halt total am Riemen reißen. Ja, voll. Beziehungsweise, also es schürt ja halt auch den Unmut der anderen Bundesländer. Ja, natürlich. Also es gibt ja genug andere Bundesländer, also Menschen, Bürger, die sagen, totaler Schwachsinn. Und wenn halt ein Bundesland sagt, wer fickt euch, unsere Leute haben, also immer dieses Bundesland-Einzelgepimmel, dass jedes Bundesland einzeln entscheiden kann. Das ist so dumm, so gefährlich, so. Also ich kann das halt voll verstehen, dass Spahn und Co. gesagt haben, in diesem Prozess gerade darf das nicht passieren. So auch
dieses einheitliche Schule auf, Schule zu und nicht von wegen, ja, ey, wir machen das auch. Ja, genau. Also ich meine, halt blöd, wir lockern das. Ja, so viele Aspekte halt der Föderalismus eigentlich für sich hat, dass halt Länder wie Bayern und Baden-Württemberg die anderen nicht überstimmen können. In gewissen Punkten. Bei solchen Sachen musst du halt einheitlich entscheiden. Also ohne Wenn und Aber. Also halt so ganz viel albernes Getimmel ist halt einfach so archaisch in diesem System. Ich finde es halt schade, weil Diskussion hatte ich halt neulich auch mit jemandem, wo es halt darum ging, so, wir, die wir halt nicht gefährdet sind, geben uns halt größte Mühe, uns an die Vorschriften zu halten, an Lockdown und Social Distancing, um halt andere zu schützen. Und gerade dann gehe ich halt irgendwie im Plenterwald laufen und die Senioren laufen da halt lang so, ne, ich bin ja immer lang gelaufen, ich bin hier seit 60 Jahren spazieren gegangen, ich gehe nicht aus dem Weg. So, ja, cool. Also ich meine, wir sind ja auch gefährdet, bloß nicht in dem Maß. Ja, ja, eben. Also aber ich meine, immer noch ein paar Köpfen von wegen, ja, es trifft ja nur die Alten, wo du denkst, uff. Ja, vielleicht stirbst du nicht als junger Mensch, aber dein Leben lang beatmet zu werden, ist auch suboptimal. Naja, es gibt ja schon Tote. Ja, ich meine, es gibt auch Todesfälle, aber für Erwachsene ist die Chance höher, dass du einfach nur beatmet werden musst dein Leben lang. Ja, 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 klar. Was ist halt auch, ja. Also ich meine, aber ich meine, es ist halt gerade die Leute, die am stärksten gefährdet sind, die halt nicht aus dem Weg gehen, auch Frauen mit Kinderwagen, wo ich halt ständig denke, ich kann auch nicht in die Hecke springen. Also wenn ihr mit einem Mann noch spazieren geht, dann geht halt nicht nebeneinander. Ja. Wenn ihr seht, jemand kommt euch entgegen. Also ich sehe tatsächlich aber diesen Unterschied hier, habe ich jetzt schon zweimal gesehen, dass eine Frau ganz normal ihren Kinderwagen schiebt und geht auch davon aus, von dem weich aus. Und ein Mann, der einen Kinderwagen schiebt, eher so den Gedanken des vorsichtig, ich schütze das Kind und ich gehe mit dem Wagen so weit an den Rand und gebe mir aber auch den Blick, Alter, kannst du das bitte auch machen? So. Ja. Und das denke ich so von wegen, ja klar, ey, du machst das Mögliche, was mit dem Wagen. Ja, genau. Mehr erwarte ich ja auch nicht. Ja. Ja, aber dann halt, das ist total bizarr, wenn halt so das Äquivalent dazu ist, dann, ne, also ich bin immer noch Mutter, aber denkst, genau. Ich war ein Kinderwagen, ihr müsst mir ausweichen, so, nee, das ist unsere gesellschaftliche Vereinbarung, dass wir ausweichen, wir weichen auch alle aus, aber du kannst halt nicht einfach den ganzen Weg für dich beanspruchen, also es geht halt, ja. Also ich mache mittlerweile das generell so, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe und auf der Straße jemanden sehe, dass ich pauschal, wenn ich auf der anderen Straßenseite niemanden habe, die Straße wechsle. Ja, genau. So, weil ich dann einfach denke, dass ich nicht halt auf diese 30 Zentimeter, falls jemand das nicht schnallt, komme, sondern denke, muss ich nicht machen. Also das ist dann egal. Ja. So. Bizarr ist dann halt nur, wenn ich das Gefühl habe, jemand hatte den Gedanken auch und wechselt dann mit mir die Straßenseite. Und denkst, okay, wir bleiben jetzt auf der Straße stehen und ich gehe wieder zurück. Wir nehmen einfach die Straße, ist ja eh kaum Verkehr. Ja. Hast du das gesehen mit den Ferienwohnungenbetreibern auf Sylt? Nee. Das ist auch eine lustige Sache. Da haben die Ferienwohnungenbetreiber, damit sie halt auch den Regelwerk dem aktuellen ein Schnäppchen erschlagen können, haben die halt den Urlaubern, die sie eh für ihre Ferienwohnung gebucht hatten, die jetzt aber nicht kommen dürften, haben die ein Arbeitserlaubnis ausgestellt. Und somit sind die als Handwerker auf die Insel gekommen. Geil. Handwerker stecken sich ja nicht an. Genau. Naja, ich meine, aber dann dürfen sie ja, weil Arbeiten sind ja halt dann noch erlaubt. Und da ist dann auch schon die Stimme groß geworden, von wegen den Leuten komplett die Möglichkeit einer Untervermietung oder einer Vermietung generell zu entziehen. Und ich dachte so, Also das ist ja leider halt auch irgendwie dieses permanente an den gesunden Menschenverstand appellieren, funktioniert nicht. Und dann verstehe ich das komplett, dass man sofort sagt, nicht hier, ey, Vorsicht, Freunde, sondern es geht los mit 50 Euro, Sofortkasse und ein Wort, zack, 500 und dann geht's weiter. Und Also ich meine, ich habe auch echt kein Mitleid mit solchen Leuten, die auch noch dann ihren Profit herausschlagen wollen. Und vor allem dieses, ja, aber die Vermieter, so, Alter, es ist keine Arbeit, das Geld zu haben, sich eine Wohnung irgendwo zu kaufen und die zu vermieten. Das steht halt in keinem Verhältnis dazu, was andere Leute als Job tun. Und vor allem so, ja, ihr seid doch sicher. Ihr in eurer scheiß Eigentumswohnung irgendwo auf Sylt oder in eurem riesigen Haus, ihr seid sicher. Aber andere müssen, und also vor allem, ihr macht die Wohnung euch selber sauber. Da kommt halt eine Putzkraft rein. Und euch ist auch egal, ob die sich ansteckt. Und ob die ihre Kinder und ihre Eltern ansteckt. Ja. Ja. Ja, das Krasse ist, dass die Gelder zum Beispiel immer noch nicht geflossen sind. Also ich habe ja halt auch mich angemeldet. Ja.
Und es ist halt immer noch in Brandenburg nur ein geringer Teil ausgezahlt. Ich habe halt auch mal mit dem lokalen Betreiber hier von einem Café gesprochen und der hat, glaube ich, 3 oder 4 Angestellte und er meinte, er hat noch keinen Cent gesehen vom Bundesland. Ja, also Cafés und Restaurants sind halt richtig gefickt. Genau, also meinte, wie alle anderen halt auch offiziell sich angemeldet so und er meint, jetzt bieten die da halt von wegen zinslose über, nee Quatsch, geringen oder glaube ich so zinslose Überbrückungskredite an. Ja. Wo sie gesagt haben, naja, das Geld kriegen sie ja eh, dann kriegen sie jetzt erstmal einen Kredit von der Bank und können sie es dann mit dem Zuschuss des Staates zurückzahlen. Übrigens, da gibt es ja keine Handhabe, der hat ja kein Gesetz, der hat eh nichts in der Hand, dass es wirklich kommt. Und dann verschuldet er sich jetzt einfach nur mal so. Also ja, das ist ja bei vielen, das ist ja auch in einigen Bundesländern gibt es ja halt keinen richtigen Zuschuss, sondern halt nur einen zinslosen Kredit. Oder denkst du, aber wenn du halt 6 Monate nicht arbeiten kannst, wie willst du den Kredit zurückzahlen? Ja. Also ich kenne halt auch jemanden. Das ist so wie Miete aussetzen, ne? Wenn es jetzt heißt von denen, ey, wir setzen Miete aus bis September. Aber ich sehe, super. Ja. Ich meine, das heißt zwar per Gesetz, dass es bis 2022 erst zurückgezahlt werden muss. Ja, aber wie willst du in 2 Jahren 6 Monate Miete nachzahlen? Also, das muss halt auch erstmal wieder reinkommen und halt davon ausgehen, dass halt auch deine Auftraggeber noch da sind. Ich kenne halt jemanden, der ist halt Berater in Nordrhein-Westfalen, da gibt es halt zum Beispiel nur Kredite, die ausgezahlt werden. Und er hat auch gedacht, der hat halt für 6 Monate keine Aufträge, weil seine Kunden auch für 6 Monate keine Aufträge haben. Wie soll er halt 6 Monate Kredite zurückbezahlen? Ja, und dann muss er halt irgendwie Aufträge haben, die halt doppelt so viel einnehmen wie vorher. Weil er dann auch nur laufen. Ja, also es ist halt vollkommen absurd. Ja, also ich bin... Du hast ja echt Glück, dass du noch am Anfang warst, ne, der Auszahlung, weil Berlin, habe ich gelesen, wurde auch auf unbestimmte Zeit gestoppt, weil das Geld nicht da ist. Ja, naja, klar. Das war ein Fonds, der halt irgendwie begrenzt ist. Und also Dortmund und ich haben das halt noch rechtzeitig gemacht. Und da muss ich sagen, ich war halt... Der Simone halt auch. Ja, genau. Von wem weiß ich noch? Yuki und Judith sind halt die ich auch noch kenne, die es auch noch beantragt haben. Also, die ich auch noch kenne vom Theater, hat es, glaube ich, jeder beantragt bei mir. Aber die haben es auch beide schon bekommen. Ja. Und es ist halt, da war ich echt überrascht, dass es tatsächlich in Berlin so schnell ging. Weil so von dem ganzen anderen Behörden-Scheiß bin ich halt echt anderes gewohnt. Aber die Investitionsbank Berlin, der könnte man, glaube ich, alles übertragen. Ja, es ging ratzfatz. Also sie haben halt auch gesagt, weil die glücklicherweise in Berlin ein System einfach gestellt haben, das halt einfach über einen Algorithmus funktioniert und der dann halt einfach nur die Namen und die IBANs halt einfach reinballert und automatisch Überweisungen rausschießt, konnten sie das halt einfach stellen. Sie mussten nur aufpassen, dass die Server nicht regelmäßig zusammenbrechen. Ja, genau. Und alle anderen Bundesländer haben halt Menschen hingestellt. So wie Brandenburg hat halt einfach 100 Menschen, für das ganze Bundesland 100 Menschen, der ILB-Bank hingesetzt. Da ist halt jemand und tippt hat IBAN D... ich hatte es doch vorhin. Nee, ist ein F. E. Und tippt halt da so mühselig vor sich hin. Ja, natürlich dauert es halt ewig. Also vor allem, wenn du weißt, die Leute haben halt im regulären Betrieb 3 Anträge am Tag. Ja, dann wenn du überlegst, dass die halt, also für das ganze Bundesland, also ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Anträge die da halt, und die haben halt auch gesagt, uns wurde halt auch schon gestoppt. Aber gleichzeitig habe ich noch keinen gehört, der das irgendwie gekriegt hat. Und dann waren das ja alles E-Mails. Das war ja nicht in einem Programm der ILB, wo das halt alles gespeichert sondern waren E-Mails. Oh Gott, ja. Und dann hast du irgendwann nur eine Rundmail gekriegt von wegen, hier ist es echt super große Anfrage, es wird gerade gestoppt und keine Panik. Das hat Berlin echt richtig gut gelöst. Also mit einfach. Das Geile ist, du hast auch gesagt, dass man nach 6 Monaten wieder beantragen kann. Ne? Ja. Naja, hieß es dann. Also wenn die Mittel jetzt erschöpft sind, will ich da mich nicht drauf verlassen und Also ich meine, du musst das Geld ja auch versteuern. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ja, aber ich meine generell 5.000 auf 6 Monate. Das ist, also wenn du, ich kann ja noch weiterarbeiten. Dortmund hat auch noch Jobs. Also wir haben halt beide finanziellen Schaden. Aber wenn du halt nicht weiterarbeiten kannst, bist du so deutlich unter Hartz IV. Nee, also 5.000 auf 6 Monate ist, also ich meine, was hast du dann, 820 oder so, ziehst deine Krankenversicherung ab, hast halt noch 600 Euro für einen Monat. Das Gute ist, du kannst ja gerade, wenn du willst, Miete, Strom, Handy, Versicherung, kannst ja alles
Kannst ja alles auf Halde schieben. Ja, das Gute aber ist, das fällt dir bloß ja alles vor die Füße. Du hast den ganzen Scheiß ja komplett am Knie. Das heißt, wenn das durchgestanden ist, ist ja die nächste Welle des Problems vor dir. Und das heißt, deinen ganzen Scheiß wieder zurückzahlen, den du mal ausgegeben hast. Ja, genau, wenn du das gemacht hast. Aber wir sind ja clever und haben alles in Bitcoin gesteckt. Oh nein, er ist wieder auf 6,3, Dirk. Oh. Hast du nicht letztens erzählt, er war schon auf 7,0 oder so? Zwischenzeitlich wahrscheinlich, ja. Der pimmelt ja die ganze Zeit da rum. Das macht eine schöne Harving kaputt. Naja. Oh meine Güte. Ja. Klaus, was hast du denn heute für eine hoffentlich sehr lustige und ablenkende Frage mitgebracht? Ja, ich habe die nicht so vage Corona-related, weil Masken sind ja jetzt hoch im Kurs. Ja. Und wenn Dirk und Klaus sich aus allem, was sie zu Hause haben, eine Superheldenidentität zusammenbauen müssten. Ja? Wie würden wir unser Superheldenkostüm designen? Oh, das Behelfs-Superheldenkostüm. Ja, genau. Also so. Das Gute ist, Simone hat aus Stoff schon mal eine Maske gemacht. Ah, du hast sogar eine direkt vor dir. Das Babykissen. Aber ja. Sie ist ziemlich gut. Das finde ich ganz angenehm. Ja, ja, du hast so einen leichten Schnabel damit auch. Ja. Ich weiß nicht, sieht man den Schnabel? Ja, ja, man, das kommt ein bisschen raus. Also nicht ganz, aber ja, ja, ja. Jetzt kann ich gucken, okay. 2-1 ja. Risiko. Ja. Also ich meine, das ungefähr natürlich. Ungefähr so würde es anfangen. Ich habe auch beim Joggen neulich einen gesehen, der eine Spider-Man-Maske auf hatte. Aber nicht wirklich schlecht. so eine ganz. Also geil ist halt auch, jetzt ist voll im Vorteil, wer eine Burka trägt. Stimmt. Über Jahre politisch geächtet und jetzt musst du sagen, es ist die beste Kleidung, die du haben kannst. Hast du das mitgekriegt mit, wie heißt nochmal der südafrikanische Moderation-Typ? Trevor Noah hat halt gesagt, dass irgendwo in Amerika werden gerade die Schwarzen, die halt zum Beispiel mit Maske rumlaufen, besonders von der Polizei her beobachtet, weil es ja Schwarze sind. Und einer hat es sogar gefilmt, der war halt im Supermarkt und wurde vom Polizisten rausgeschickt, weil er mit einer Maske im Supermarkt war, weil er schwarz ist. Die Amis sind so scheiße dämlich. Also, ich inzwischen ja auch Weltmarktführer in Corona. Ja, Hoodie ist auf jeden Fall gut. Also, ich mag ja diesen lässigen Straßensuperhelden-Look mit Hoodie und Buff vorm Gesicht. Weil das ist das Geile, wenn Dortmund und ich zum Einkaufen was drüber ziehen, haben wir halt beide schwarze Tücher vorm Gesicht und sehen aus, als ob wir den Laden ausräumen wollen. Also ich finde, ich bin schon ziemlich weit in meinem Kostüm. Ja. Ja, ich hab halt auch so einen schwarzen Hoodie, der auch noch so ein bisschen über die Hände geht und so ein Loch für den Daumen hat. Was, finde ich, auch nochmal so ein Superhelden-Ding gibt. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie diese Internet-Hacker, die sich dann Anonymous oder sowas. Ich dachte so, ich frage jetzt bloß, was das für ein Name wäre. Weil ich aussehe, als ob ich eine Windel vom Gesicht hätte und sonst in so einer Rocker-Gang wäre. Aber es sind so die gefährlichen Lümmel. Also irgendwas. The Daring Diaper. Die Wunderwindel. Also, okay, ich bin ja eigentlich schon ziemlich fertig gewesen. Keine Hose, Sporthoodie. Stimmt. Aber guck, ich habe hier so, aber man kann ja auch, wenn. Naja. Das ist ein Video. Ich vergesse immer, dass ich nicht mit dir alleine spreche. Ja. Aber also, du gehst mit Hoodie, mit Buff einkaufen. Schwarzer Hoodie, Buff, ja. Wie, du ziehst den Hoodie über? Nein, für Superhelden-Ding. Ja, okay. Aber ich meine, wenn du einkaufst, dann hast du einen Buff. Nein, dann ziehe ich an, was ich gerade anhabe, ja. Aber dann einen Buff, ja. Ja, also dein Superheldenkostüm wäre so ein klassischer, also eigentlich so ein, ich würde mal sagen, irgendwer aus der Fankurve, irgend so ein Ultra vom Fußball. Die sind auch weiß-schwarz und haben halt auch. Ja. Ja, das wäre auch mein Name, der Ultra. Gibt es eigentlich von Bremen Ultras und wie sehen die aus?
Ja, naja, klar. Also es gibt von den meisten Vereinen Ultras und die Ultras sind ja auch eher in der linken Szene und dann halt eher bei den linken Vereinen. Deswegen hat Bremen auch eine relativ aktive Ultraszene. Aber ich dachte, also weil die halt einfach so lieb und freundlich immer beim Fußball, ich kann mir, wie ist denn ein Bremer Ultra so drauf? Ach, die sind ja oft, also oft Wir sind die. mögen euch nicht so gern oder so, Aber weiß die ich sind nicht. ja oft einfach trotzdem, naja, also ich meine, was so die Hassgesänge angeht, da bist du, glaube ich, immer gut mit dabei bei den Ultras. Die haben ja vor allem eher für mich die Sache, überhaupt nicht zum Spiel mitzubekommen, sondern einfach nur ihre 80 Meter Fahnen zu wehen und in die Ja. Kurve zu schauen und da zu trommeln, bevor sie sich eine Sekunde vom Spiel ansehen. Am besten finde ich ja diese Anheizer, die tatsächlich trommelnd mit dem Rücken zum Spiel und dann irgendwie so Ja. 90 Minuten nur die Leute anschreien und nicht wissen, was passiert ist und haben eine Dauerkarte für 400 € oder so, ich weiß es nicht. Ja, in der Kurve, ja. Ja, doch, 400 kann, glaube ich, hinkommen, ja. Ja, also, wo ich auch denke, so, guck doch das Spiel, wenn, also, und alle, die halt diese riesen Fahnen wehen, du verstellst ja allen den Blick. Und du bekommst, ey, du bist ja nur zum Volksfest da und du bekommst ja nicht zum Spiel mit da an der Kurve. Ja. Also, ich habe ja jetzt, also du würdest einfach nur einen Hoodie und Maske Na, ich, tragen. also, Also, was halt ganz Buff. gut wäre auch, sind natürlich gerade Handschuhe. Hättest du denn gute superheldenfähige Handschuhe und die Infektionsgefahr senken? Ja, warte. Ich kann jetzt ja einfach mal. Ja, du stehst ja auch praktischerweise vorm Schrank, stimmt. Sieht man das? Dein Schrank, ja. Jetzt auch noch falsch rum. Ich bin ja ertrottet. Ist gut, dass man sieht ja alles. Ist es der fantastische Fäustling? Ja, genau. Ja, Die Sache ist bloß, wenn ich die Handschuhe habe, dann ist dieses Kostüm schnell aufsetzen ein bisschen schwierig. Aber es würde noch gehen. Es würde noch gehen, überraschenderweise. Ja. Jetzt sind wir ja. Ich bin mal gespannt, wie du damit einen Verbrecher fassen willst. Wieso fassen? Hauen! Der fantastische Oh! Fäustling fasst niemanden, er haut. Apropos, wir müssen mal kurz weitermachen. Ja. Hol dich auch mal kurz was. Liebe Zuschauer, bitte akzeptiert diese Pause als das, was ihr. Wo ist er denn? Ach so, ist ja gar nicht da. Weil ich habe gedacht, Fäustlinge ist doch viel geiler. Richtige Boxhandschuhe. Das sind, kann man das sehen? Das sind 12 Unzen Trainingshandschuhe. Da habe ich mir schon öfter einen Daumen verstaucht, weil den kann man natürlich nicht richtig anlegen. Und ich habe immer das Problem, dass ich gerade So, schlage, hier sondern sind die wieder anderen so A. schlagen. Ich meine, eigentlich ist schon, jetzt haben wir schon ein ziemlich Ja. gutes Coverfoto. Ich habe jetzt einfach mal meine Trainingsboxhandschuhe Ja. angezogen. Ja, ich habe, was ich halt habe, sind so diese Boxer-Wraps, die du als Tape so Ja. ummachen kannst, die halt so ein bisschen schützen. Und ansonsten, ich habe halt keine so richtig guten Handschuhe mit Fingern. Ich habe halt so alte Feldspieler-Handschuhe vom Fußball. Glaube, die Okay. müssten dann herhalten. Warte, ich habe ja noch Schoner, habe ich gerade gesagt. Ah. Das sind eigentlich Schienbeinschoner, aber das ist ja eigentlich egal. Das sieht man ja nicht. Hört man mich Also, noch? ja, man hört dich noch. Ich würde ja statt der Doppelsonnenbrille habe ich einfach meinen Monokel auf. Das wäre natürlich auch ziemlich Das hat so ein cool. bisschen was von Casey Jones aus den Turtles. Das ist ein bisschen wie Kindergarten, wenn man sich dann so verkleidet hat mit dem, was man Ja. hat. Oder Feuerzangenbowlenabend. Ich könnte mich nicht erinnern. Ja, das glaube ich gerne. Ich habe auch noch so eine alte, so eine Militärweste, die ich für dieses Ding um hatte. Das würde ich, glaube ich, machen. Ich habe noch so ein bisschen und von Dortmund sowieso Make-up ohne Ende. Ich glaube, ich würde mir nice, so ein bisschen Tarn-Make-up ins Gesicht machen. Das sieht man jetzt ja gar nicht, weil ich es nicht sage, aber ich habe jetzt ein bisschen getanzt, ganz schön, Klaus. Ja, ein guter Groove.
Das ist ja heiß, Alter, finde. Ja, aber ich glaube, also so wie gesagt, ich find meinen Hoodie nicht. Ich fürchte, der ist gerade in der Superwäsche. Dein was ist in der Superwäsche? Mein Hoodie, der schwarze Hoodie. Ah, okay. Oder liegt hier irgendwo rum, das ist schwer zu sagen. Aber wieso Dortmund hat doch so ein so viele Kostüme, kannst du da nicht irgendwas? Ja, wir haben nicht so richtig eine Größe. Also ich müsste zwei Kostüme von ihr auf einmal anziehen. Aber was ist denn, sie hat doch dieses, was total weit ist, diesen Ganzkörperbären. Den Trash Panda Onesie. Das wäre natürlich noch eine super, super Identität, der Trash Panda. Naja, ich meine, ja. Ging es eigentlich darum, wie wir aussehen oder auch was wir für einen Namen hätten? Weil naja, eigentlich wie wir aussehen, aber seien wir ehrlich, können wir jetzt auch auf den Namen ausweiten. Oh, ich sehe gerade, guck mal, es sieht aus, als ob ich nur so einen Oberlippenbart habe, oder? Ja. Sieht ganz geil aus, also vielleicht nimmst du unten einfach mal. Meinst du, jetzt kommen die dummen Corona-Ideen, schneide doch mal eine Popelbremse aus. Ja, naja, noch ist es auch Theorie, immer mehr Dumme mit Maske falsch tragen. Laschet zum Beispiel hat die doch so immer ganz geil im Krankenhaus auf, dass sie nur so auf hat. So, die Nase mal raus. So von wegen. Ja, also es ist wichtig, dass auf jeden Fall alle Maske tragen, das bringt das ja gar nichts. Herr Laschet, Ihre Maske, ne? Ich, wie gesagt, noch nicht so richtig, aber die Leute, also der mit der Spider-Man-Maske, der war echt der Knüller. Weil es war halt echt so eine ganz, also halt eine richtige Spider-Man-Maske. Ja. Ich dachte so, ja, nette Idee. Aber der ist damit gejoggt, das heißt, der muss ja Luft. Nee, nein, ich war joggen. Der stand einfach rum. Ach so. Was ich jetzt auch gerade gedacht habe, ich habe halt schon ein paar Mal in Berlin die Leute gesehen, die halt mit diesen schwarzen Lederschweinemasken rumlaufen, also die so fetischmäßig rumlaufen. Aha. Und okay, die sind doch jetzt total am Feiern, weil die können doch jetzt jeden Tag halt irgendwie so ein, keine Ahnung, ne, Schwein an der Kette und irgendwie so ein Lederhund oder sowas. Oder wie bei The Preacher. Mit der Kette schütze ich meinen Gatten davor, zu dicht auf die anderen zuzugehen. Ja, genau. Ja. Voll gut, voll gut. Du hast deinen Partner an der Kette und hast einen richtig guten Grund. Und die ist 1,50 lang und der muss immer die auf Spannung halten. Ja. Ansonsten Reitpeitsche. Ah, die alte Gerte. Sehr gut. Ja. Was hättest du dann als Hose anzubieten? Also ich meine, würdest du sagen, das wäre so eine Sache, Funktionales, ne? Oder was Verrücktes? Also ich meine, klassische Superhelden könnten wir natürlich einfach Spandex anziehen und ziehen unsere Trainingshosen an aus dem Winter. Ja. Sieht halt albern aus, wenn wir obenrum einen Hoodie tragen, der so ein bisschen weiter ist und unten halt nur so eine hauteng anliegende schwarze Hose, die wenig Raum für Fantasie lässt. Ich habe gedacht, damit ich schön Beinfreiheit habe, würde ich halt so obenrum bleiben. Ja. Und untenrum würde ich halt einen Kilt tragen. Hm. Weil dann bin ich ziemlich frei und fix. Frage ist halt noch, was ich an den Füßchen trage. Ob ich da das, so, das ist halt auch so eine Sache, ja. Ob man da so ein bisschen, wie heißt das, ein bisschen Hobbit-Style macht, ein bisschen barfuß rumrennt. Ja, ich würde eher sagen, die Frage ist zwischen schweren Stiefeln und halt so richtig leichten Trainingsschuhen. Ja. Also gehst du eher auf die Geschwindigkeit oder auf den Schutz? Naja, ich weiß ja auch nicht, ob ich halt einfach nur denke, ich bin so ein durchgeknallter Superheld, ich muss da auf die ganzen Sachen nicht achten, weil halt einfach meine Präsentation, mein eigenes Ich, das ist so ein Understatement, dass Diebe und Verbrecher eh schon denken, wow, da kommt der Kilt-Babywindel-Brillenbox-Typ. Es ist der Kilt-Windel-Boxer. Das ist ja geil. Der Kiltwindelboxer. Genau, dass die halt einfach gar nicht rennen, weil die denken, scheiße. Aber als Kiltwindelboxer finde ich, möchte ich halt diese klassischen Boxstiefel haben, die so ganz hochgestülpt sind bis zum Schienbein. Ja. So als Kilt und dann halt irgendwie so ein knallrote Boxstiefel, die man so schnüren muss. Ich hatte mir ja sowieso schon mal überlegt, ob ich die einfach so ein bisschen für den Sport drinnen hole, weil ich ja so fragile Knöchel habe und die ja so ein bisschen zusätzliche Stabilität geben.
Ja. Im Knöchelgelenk, aber ich habe es irgendwie dann doch nie gemacht. Aber ich finde die halt auch ganz geil, einfach diese hochgeschnürten Sportschuhe. Also einen der beliebtesten Schuhe beim Krav Maga sind die schwarzen Adidas Boxstiefel, die halt nicht ganz, also nicht die krass hochgeschnürten, aber du siehst schon, die sind deutlich über die Knöchel hinweg. Und ich weiß nicht, also du musst irgendwie einen super Halt haben, weil die feiern das alles total, außer Björn. Also der hat halt die nicht. Aber ich habe auch schon ein paar Instructor gesehen, die haben. Mhm. Und das sieht wohl, das sei wohl sehr, sehr gut, weil du halt, ich weiß nicht, warum überhaupt die Boxstiefel, weil die haben jetzt ja meines Erachtens nicht so eine Stabilität im Knöchel wie im Basketballstiefel, weil so ein Basketballstiefel ist ja richtig fest. So. Ja, aber ich glaube, beim Basketballstiefel ist doch die Sohle ein bisschen dicker, oder? Da stehst du auf etwas weicherer Sohle, glaube ich. Ja. Dass du ein bisschen mehr Sprung hast. Und ich glaube, bei den Boxstiefeln ist die Sohle etwas direkter, dass du ein bisschen mehr Bodengefühl hast. Ja. Was willst du sagen? Was hast du? Du hast gerade dich. Achso, ja, weil meine Quons, die habe ich ja damals geholt, als ich das erste Mal mit Krav Maga angefangen habe. Und die sind jetzt auf der Sohle, sind die schon so glatt. Also eigentlich wie die feine Seite von einem Radiergummi. Es gibt ja immer diese Radiergummi, die dann halt irgendwie nicht dieses klassische Blau und Rot, sondern diese weißen oder sowas, diese ganz feinen Dinger. Und so fühlt sich die Sohle schon an. Und das ist halt auch, wenn ein bisschen Feuchtigkeit oder sogar Staub auf dem Boden ist, fange ich mit den Dingern an zu rutschen. Aber da die Dinger halt sonst noch okay sind, und das Blöde ist, es sind halt auch Taekwondo-Schuhe. Das heißt, die haben keine Schnürung vorne auf dem Fußrücken, sondern einmal nur um die Fessel rum, um die Fußfessel. Und das ist halt echt, also da musst du immer zusehen, dass du relativ dicke Socken hast, weil du rutschst natürlich vorne mal so raus, weil die halt einfach am Fußrücken ein bisschen gepolstert sind, falls du halt dann mal so einen Kick machst. Ja. Aber es ist halt total egal, so, weil das ja nicht die Sachen sind, die du beim Krav Maga brauchst. Ja. Deswegen wäre die Idee, dass man sich irgendwie nochmal sowas holt, was du gerade erzählt hast, weil sich das irgendwie alle geholt haben und das nicht nur optischen Gründen, sondern einfach, glaube ich, auch ein geiler Halt ist. Ich glaube, die kosten so um die 70 Euro. Die hier ganz geil. Also, das sind die Under Armour Speedrunning-Schuhe, die ich habe. Weil die halt einfach super leicht sind und die sind halt so ein bisschen vorgewölbt, deswegen kannst du damit halt richtig Tempo geben. Okay. Also die sind so für einen Tempolauf sind die halt echt geil. Ansonsten fallen die leider auch schon auseinander, weil ich die zu oft beim Laufen an hatte, weil die halt echt dünn sind. Also sind halt wirklich nur dafür gemacht, dass du ein bisschen auf Geschwindigkeit läufst. Ja. Ich habe ansonsten auch meine Fußballschuhe, die ich damals, als ich noch Fußball gespielt habe, wir spielen immer auf Beton. Und das sind halt so Multinock-Schuhe, also mit so ganz kleinen Gummistollen unten drunter. Multinock oder Multinock? Nock. Nock, die heißen Nocken. Ich dachte, das heißt Multinock wegen Noppen. Keine schlechte Assoziation, aber die heißen Nocken aus irgendwelchen Gründen. Und die sind halt auch schon runtergeschleift vorne unterm Ballen. Also da, wo du halt beim Fußballspielen läufst. Ja. Da sind sie inzwischen einfach auch so eine glatte Tanzsohle. Deswegen, die gehen, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber Hose ist auch, ne? Also willst du so eine Trainingshose haben? Ich habe halt so eine Cargo-Hose, eine schwarze, aber die ist immer so ein bisschen rutschig. Die ziehe ich meistens zum Arbeiten an zu Hause. Also so ein bisschen Holzarbeiten. Aber hast du nicht gesagt, du wolltest eine von diesen hautengen... Das war ein Vorschlag, vielleicht ist es ganz geil. Auch es ist auch ein bisschen... Du bist ja, stell dir vor, du gerätst in Kampf mit jemandem, der nackt ist. Ja. Das ist halt auch immer so, das ist immer so ein bisschen awkward. Vorschlag ist gerade für das Cover, ob wir, weil das ist ja genau deine Frage, ob wir einmal komplett das anziehen, was wir uns vorstellen als Superheld, uns im Ganzkörper fotografieren und das dann halt als Splitscreen so aufpacken. Also ich würde vor so weiße Wand versuchen. Obenrum bin ich eigentlich schon fast fertig, ich muss bloß mein Kilt raussuchen und dann ist die Frage. Kann man machen, wir sind auch gut in der Zeit. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter quatschen, dann haben wir eine adäquate Länge für eine Folge. Und dann würde ich das Zoom-Meeting einfach beenden aus technischen Gründen. Ich weiß ja nicht, also wir nehmen über Zoom auf, weil man da auch Video und Ton aufnehmen kann und man muss das Meeting beenden, damit er das speichert. Ach so, aber jetzt wolltest du es schon beenden? Nein, wenn wir fertig sind. Ach so, ja. Ich wollte nur so einen kleinen Blick hinter die technischen Kulissen bieten.
Du musst ja auch jedes Mal einladen, ne? Also beziehungsweise den Eintritt gewähren oder so. Ja, da gibt es noch einen anderen Weg, glaube ich. Es gibt mal so zwei, drei verschiedene Einladungssachen. Ich hatte neulich mit Oscar auch aufgenommen und das war auch so ein Kampf, weil da musste ich es auch nochmal. Entweder das oder du brauchst das Passwort. Irgendwie so. Das ist ein bisschen. Ja, also vorhin war es so, dass ich deinen Link gekriegt habe und dann war ich quasi wie im Warteraum. Ja, wir sind jetzt im Warteraum und Herr Klaus muss jetzt erst die Tür aufmachen. Aber es war letztes Mal nicht, oder? Genau. Genau, das hatte ich nicht. Ich hatte gestern auch ein Zoom-Gespräch und da hieß es auch von wegen, oh, dieses Neue, ich muss erstmal die Leute reinlassen. Das ist total nervig, weil du vorher halt, keine Ahnung, hast du 10 Leute eingeladen und hast das Ding aufgemacht. Ich meine, wo sind die denn? Und dann hast du nicht dran gedacht, von denen die alle einzuladen. Oder alle reinzulassen. Ja. Die waren halt alle da, aber die können noch nicht eintreten, wenn du nicht die Tür aufmachst. Okay. Ja, das kann auch sein, weil es gab ein App-Update neulich. Ja, dann kann sein, dass es das war. Wahrscheinlich haben sie jetzt auch nochmal ein bisschen die Updates verstärkt. Jetzt, wo Zoom einer der dominanten Apps geworden ist, damit Leute noch weiter arbeiten können. Ich meine, in Amerika gab es sie wohl schon länger und wurden halt dann auch auf so tote Landstriche als feste Instanz für Unterricht eingesetzt. Mhm. Also ist halt wohl auf dem Land in Amerika sehr viele Schülerinnen und Schüler mit Zoom unterrichtet werden und teilweise sogar im Studium, dass da halt irgendwie klar, du bist halt alle, ne? Sagst von wegen, ey, morgen 14 Uhr ist halt einfach Vorlesung und hast halt locker 99 Leute, die du halt mit einbringen kannst. Und wenn du die freie Sache nimmst, dann geht es halt 40 Minuten und wenn du die Vollversion hast, dann kannst du halt dann Feierabend machen, so. Also richtig loslegen. Okay, ja. Ja, ich meine, ich hatte ja auch schon das eine Training von so einem Klettercoach über Zoom gemacht. Ich weiß nicht, Simone macht ja, und das auch. Ist ja, wenn du dich stumm stellst, dann sieht dich ja keiner, nur er. Das ist ja auch praktisch. Ja, okay. Interessant. Das ist dann halt irgendwie, Simone gibt jetzt ja regelmäßig irgendwie Yoga und meint halt, das Schwierige ist halt einfach, dass die ganzen, die Leute werden ja ganz klein alle. Und wenn sie versucht zu sehen, was die gerade machen, müsste die alle einzeln anwählen. Und so sieht es immer und dann immer so, was hast du da? Nee, mach mal anders. Und es ist etwas schwierig. Ja. Also aber es geht natürlich, die Uridee ist ja nicht von wegen, wir machen jetzt irgendwie Sport und alles miteinander, sondern Konferenz. Und da ist ja das halt, einer sitzt am Tisch und irgendwer will was sagen. Und dann gibt es auch immer dieses Handzeichen, dass jemand erstmal was sagen möchte. Dann wird er halt, das Stummzeichen wird deaktiviert und dann kann er halt irgendwas sagen. Und dann, also ich finde es irgendwie ganz praktisch und ist natürlich jetzt gerade in der Zeit total angenehm, dass man halt auch einfach mal wieder Freunde sieht und nicht irgendwie mal wieder so eine kurze Telegram-Nachricht hat, sondern den Klausemann am Augenreiben dabei sein können. Alles, was ich mache, ist mein Gesicht anfassen. Zeig doch mal, jetzt kannst du es doch drehen. Zeig doch mal dein Sofa oder willst du es nicht zeigen? Das Polster ist halt immer noch nicht da, weil wir es nicht bestellt haben. Aber da sind doch Kissen, oder sehe ich das falsch? Ja, die Kissen sind drauf, aber da ist halt so ein dünnes Lederpolster drauf. Was ist denn das Grüne da? Ist da eine neue Pflanze gekommen? Die davor, das ist die, ich habe meine Monstera zweimal zerschnitten. Und ach, das krass, ist ein und die Ableger aus der Monstera. Gedacht. Ach, geil. Also ich schicke dir nachher mal ein richtiges Foto von. Ja, die ist, diese Luftwurzeln, die Monstera hat, wenn du die unter einer Luftwurzel abschneidest, sodass die Monstera die Luftwurzel noch hat, steckst du die in ein Wasserglas und dann bildet die Luftwurzel richtige Wurzeltriebe. Hat das dir Detlef verraten? Ich glaube, ich habe es recherchiert. Irgendwo, weil Detlef hat es nicht so mit den Monsteras, die mag er, glaube ich, nicht so. Du kannst aber auch diese Luftwurzeln in die Erde drücken und dann treiben sie automatisch Wurzeln aus. Und das hatte ich bei dem Ableger gemacht. Und das heißt, ich muss den einfach nur noch einmal sauber abschneiden, habe den in den Topf gesetzt und fertig war die Kiste. Der ist halt richtig gut verwurzelt und hat halt jetzt schon, da spalten sich ja an den Blättern immer so andere Blätter ab. Ja. Und der hat auch schon das erste Blatt abgespaltet. Es fehlt halt auf der Bank halt noch so ein Polster und dann kommen die Kissen noch aufs Polster und oben drauf halt noch ein Brett. Das wollte ich auch eigentlich schon aus dem Baumarkt holen, aber wie gesagt, da dachte ich, als ich die Schlangen gesehen habe, dann halt nicht. Ja. Wobei es wohl relativ schnell gehen soll. Also nächstes Mal stelle ich mich vielleicht an und gehe morgens hin. Klaus, sag noch mal, wie dein Actionheld wieder aufgebaut ist. Du hast oben schwarzen Hoodie, schwarzen Buff, schwarze Handschuhe oder was? Ja, würde ich sagen, ja.
Der einfach, also am geilsten wären halt eigentlich so die, die wir beim ersten Tefmada um hatten, die Handschuhe. Aber da haben wir die Fingerkuppen abgeschnitten. Das ist schon. Ja. Ist jetzt infektionstechnisch. Weil da müsste es jetzt so natürlich auch irgendwie so einen Namen haben. Ich dachte sowas. Oder an. Was ich halt machen kann, ich habe noch so Einweghandschuhe, die ich als Requisite geholt hatte. Mm-hmm. Oder als Kostüm. Ja. Dass ich mir die anziehe und das im ganz schwarzen Kostüm und dann bin ich der schwarze Proktologe. Okay. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich an die Runner-Tiles denke, ja, habe ich so gedacht, vielleicht, weil das so tänzerisch was hat, ob du der Tiny Black Dancer bist. Hm. Da gibt es ja schon fast ein Lied. Ja, aber ich habe auch noch so einen Arztkittel. Also der schwarze Proktologe wäre eigentlich die perfekte Geheimidentität. Mhm. Dr. Black Anus. Ja, und auf jeden Fall jemand, vor dem jeder Schurke Angst hat. Mein Catchphrase ist vorbeugen und husten. Aber nicht in die Armbeuge. Doch in die Armbeuge, auf jeden Fall in die Armbeuge. Ja, ich kann als, wie war es nochmal? Killer? Nee, Kiltboxer, Kiltwindelboxer? Kiltwindelboxer, ja, genau. Kiltwindelboxer und der schwarze Proktologe. Der schwarze Proktologe. Am Tag sind sie, ja, aber nachts. Am Tag sind sie Boxer und Proktologe, aber nachts sind sie Kiltwindelboxer und der schwarze Proktologe. Ich muss irgendwie gerade daran denken, dass ich heute Morgen, als ich auf den Balkon trat, ja, und das einfache Volk begrüßt habe, habe ich jetzt zwei bist Katzen, du der König. Genau. Habe ich zwei Katzen beim Kloppen gesehen. Mhm. Und so eine rote, richtig dicke rote Katze oder dicker roter Kater, mhm, also dick im Sinne von, der sah richtig muskulös aus. Wenzmann, ja. Genau. Und der ist halt original, der hat halt irgendwie so eine schwarz-weiße Katze weggekloppt oder weggejagt. Und dann ist er halt ein bisschen hinterher und dann irgendwann angehalten und dann ist er gegangen und das sah halt aus, dass der Ferne so geht. So, also richtig langsam und so richtig, so richtig angeschwollen und ja, so von wegen, stolzer Alter, das Typ. Ist meine Stadt. Ja. Okay. Krasser Typ. Ja. Und die Raben scheißen uns auf den Balkon. Mhm. Verdammt mal. Geil. Ihr habt den obersten Balkon, ne? Bitte? Ihr habt den obersten Balkon. Ja, das stimmt. Ja. Die zwei Balkone. Zwei, du hast, ja, okay. Einmal den kleinen, wo wir angefangen haben, ja, und dann hinten den großen. Über dir ist auch keiner mehr drüber, ne? Also keine Etage. Oder doch? Also es ist halt ein Dachboden, der sehr geil ist, weil wenn du im Treppenhaus hochgehst, dann kannst du einmal nach links und nach rechts. Aber wenn du nach links reingehst, dann ist es halt ein offener Dachbodenraum und den kannst du halt einmal rumgehen, um durch die rechte Tür wieder rauszugehen, wenn du willst. Also es ist halt einfach nur noch so ein Steinrahmen von Tür und Wand. Aber da ist auch nichts. Ist halt alles eins. Bitte? Da ist auch nichts auf dem Dachboden. Ja, da haben Leute so ein bisschen Sperrmüll, würde ich sagen, hingestellt. Ah, der Klassiker, halt, ja. Ja, Wäsche aufgehängt, ja, so. Aber es ist halt ganz geil, wir haben halt eine Ecke, die unser ist, die halt frei ist. Und das ist so ein bisschen wie dein Dachboden damals. Also da kann man definitiv halt irgendwie Fotos machen. Ja. So ein bisschen düsteres Licht, alte Holzbalken, eine Steinwand, so. Da könnte man irgendwas drehen, hätte ich gedacht. Ja. Das ist komisch, wenn du hier in die Decke bohrst, dann hast du vielleicht irgendwie kurz Rigips, dann halt irgendwann Füllmaterial, aber auch nicht viel dicker und dann schon so ab 5, 10 Zentimeter bohrst du in Holz und denkst immer, ist das ein Holzbalken von oben? Ja, wie gesagt, ich finde es halt auch irgendwie, wenn Dortmund und ich versuchen, was hier an der Wand anzubringen, ist es ja jedes Mal, musst du halt raten, wie die Wand irgendwie ist. Ich hatte auch da, wo meine Klimmzugstange hängt, hatte ich ja dieses selbstgebastelte Hangboard angebracht. Und das hat auch, die Wände sind schon zu Pulver zerfallen dahinter. Also das heißt, du hast es wieder abgenommen? Ja, es hängt halt noch dran, aber eigentlich kann man sich nicht mehr richtig ranhängen. Also ich kann es auch wieder abnehmen. Was ist halt, okay, also die Wand ist halt zerpulvert, darunter der Backstein.
Was mit der Kammer passiert? Gibt's ja, ist da schon was drin? Nee, also wie gesagt, Zuschnittservice fehlt halt vom Baumarkt. Du hast gesagt, du wolltest letztens zum Baumarkt ja. Und dann waren so viele Leute da. Nee, da wollte ich einfach nur Bretter holen, also die wir noch für andere Sachen brauchen, die es halt schon in den Größen gibt, die wir brauchen. Aber für das Hochbett in der Kammer brauchen wir halt zugeschnittenes Holz und der Baumarkt macht keinen Zuschnittservice. Ah ja, klar, ist auch gefährlich. Ja, also von daher. An der Kreissäge hängt der Virus. Ja, aber ich, also wo ich denke, so ja, ich verstehe schon, dass die Leute das Holz nicht hinbringen sollen und dann da bestellen, das wieder mitnehmen. Aber ich könnte es halt auch online angeben, was ich brauche und dann abholen. Aber auch das, dafür sind sie wahrscheinlich nicht besetzt. Ja, aber Faxen, was ist denn mit Faxen? Ja, ich kann mir das Holz Schicht für Schicht zufaxen lassen. So. Nee, aber das brauche ich halt. Also, was sind die nächsten Sachen, weil du gesagt hast, Holzbretter für nächste... Für oben, für den Abschluss von der Bank, das ist die Lehne, da wo die Kisten sind mit den Büchern, dass ja. Da halt noch ein Brett drauf kommt, einfach, dass es oben abgeschlossen ist. Ja, aber ich meine, das ist halt 1,20x40, das gibt's fertig. Und ansonsten wollten wir halt im Schlafzimmer noch ein paar Holzbretter machen als Ersatz von den IKEA-Möbeln, damit wir die IKEA-Möbel halt ein bisschen... mit Holz optimieren. Also, dass ja. Du halt quasi oft noch dieses Grundgerüst hast und einfach außen echtes Holz. Was heißt echtes Holz? Also außen Massivholz und nicht Pressspan. Hast du irgendwas von den von Leuten gehört um rings um Royal rum oder siehst du Das Royal hat noch Abholservice. Abholservice? Nee, du kannst einen Burger bestellen, dann abholen. Darf immer nur einer rein, aber... Ich glaube ja, also die Leute warten draußen vor der Tür. Und wenn die draußen warten, könnten die drinnen sich doch ein Bierchen holen noch, oder? Ja, aber ich meine, also so sieht es da halt aus. Yuki macht derzeit auch noch so Coffee to go. Also okay. Kannst halt rein und dir einen Kaffee aus dem Pappbecher holen. Das darf sie dir immer, das ab und zu? Ja. Ja, ich war jetzt ein paar Mal da. Ich habe so ein paar... von den lokalen Dingern unterstützt. Im Big Brobot muss ich noch was bestellen. Das ist also dieser Krimskramsladen in der Kopernikusstraße. Ach so, dieser, halt so wo die Roboterspielzeuge immer gibt. Genau, genau. Und ich wollte halt so ein Buch über Game Design da holen, einfach weil es mich interessiert. Den Kegel habe ich auf Start Next unterstützt. Mhm. Da kannst du halt irgendwie, dann habe ich irgendwie 20 Euro gespendet und ein T-Shirt bestellt von denen damit. Das ist halt auch assi, dass halt einfach so viele Locations jetzt dazu gezwungen sind, darauf zurückzugreifen. Ja. Auch noch im Ostblock. Oh, ich habe auch gespendet. Ich kann dir mal kurz zeigen, was ich gekriegt habe und du denkst, du weißt sogar schon bekommen. Für was. Ja. Da, 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 da. Willkommen in der Warteschleife. Dirk kommt gleich wieder. Da, 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 da. Nice. Aber Pornhub hat Spenden angenommen, oder? Ja, die haben doch halt auch so Gratis-Premium, ja. Genau, und die hatten doch dann irgendwie Spenden gemacht für, was waren das, We Feed the Kids oder sowas. Okay. Ja. Und das kam schon, okay. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas gespendet habe oder ob ich mich einfach nur als Dauer-Pornhub-Kunde damit halt quasi ausweise, wenn ich in meinen Adiletten und weißen Tennissocken mit Pornhub-Emblem hier schön... auf dem Platz zeige. Ich finde, die weißen Tennissocken sind ein bisschen unschön. Also ich hätte was Eleganteres erwartet. Echt, wenn Pornhub draufsteht, ist doch vollkommen egal. Das ist doch, ja, stell dir vor, es wäre so eine schwarze Socke. Aber du kennst schon die Filme, wo die Socke auftaucht, oder? Ja, aber... Das ist quasi wie... das ist quasi der Schuh mit dem Powerlaschen. Die Erinnerung. One fits all. Ich zeig mal kurz. Mörder-Gag. Also gesagt, wieder ankreuzen, definitiv nicht für Kinder. Ich warte noch auf mein Kegel-T-Shirt. Das habe ich auch erst am Mittwoch oder so gemacht. Ja. Ich hoffe, es ist so ein T-Shirt, was man drehen kann und du bist dann zu Hause wie so ein Conehead. So. Leider nicht. Aber es ist auf jeden Fall das schönere Design von denen. Aber leider gab es nur noch M. Deswegen bin ich gespannt, ob es überhaupt passt. Leider nein, leider gar nicht. Ja, L war irgendwie schnell vergriffen. Aber also die ganzen Kletterhallen im Ostblock putzen sie gerade die Wände, sehe ich auf den Instagram-Stories.
Das heißt, endlich mal von dem ganzen Talg und Fett und Schweiß abkratzen, nee, den ihr da hinterlassen der habt. Schweiß und so ist gar nicht so das Problem, aber der Gummi von den Schuhen. Also die sehen halt aus wie der Boden von einer alten Sporthalle, weil die Kletterschuhe einfach krass, so... Krass, also sie gehen mit dem Spachtel richtig lang oder was? Ich glaube, die kerchern das ab. Also, ah, okay. Weil normalerweise benutzen sie den Kercher für die Griffe, um da halt Kreide und Schweiß rauszuballern. Und jetzt machen sie es halt auch mit den Wänden. Und das sieht echt stylisch aus, das Vorher-Nachher-Bild. Voll gut. Ja, gut, aber ich würde sagen, ne, also eigentlich, bis auf das Thumbnail, was wir uns dann gegenseitig, oder was du mir zuschickst und ich dann verwurste. Genau, ich bin total gespannt, wie es aussieht, also dann das zusammen. Ja. Aber das sind schon als Idee, ist das so ein Duo, ne? Das ja, ist keine ich schon, Feinde. Also, ne? Nee, nein. Kilt, Windel, Boxer und der schwarze Proktologe. Ja. Ja, das ist halt auch, geht auch leicht von der Zunge. Ja, der schwarze Proktologe, die braune Gerechtigkeit. Und Kiltwindelboxer, er trägt nichts drunter. Viele AfDler haben doch jetzt angefangen, Spargel zu stechen, habe ich gehört, bei Fest und Flauschig. Das ist geil, dass das so das krasseste deutsche Problem ist. Aber was ist mit dem Spargel? Wie soll man Pipi im Sommer riechen? Also ich glaube, die wollen damit generell, also nicht die, sondern generell dieses, ich habe Wolfgang Barrow auch gesehen, der aufgefordert hat von wegen, bitte werdet Spargelstecher, weil das sei wohl der Anfang halt von den ganzen Erntehelfern von deutschen Gemüse und Obst, was halt auf den Feldern dann leider liegen bleibt, weil die halt regelmäßig Saisonkräfte halt holen, die nicht jetzt mal geholt werden dürfen. Ja. Und dann hast du dann irgendwann nur noch Fidschi-Äpfel und sowas. Und das wäre die auch teilweise nicht mehr nach Deutschland kommen wollen. Die Äpfel wollen nicht mehr kommen. Nee, wegen der Corona-Gefahr. Also es ist teilweise so, dass die Erntehelfer in anderen Ländern, wo die Quote geringer ist, Angst haben, nach Deutschland zu kommen. Deswegen. Ja, kann ich verstehen. Und was ist das? Bayern und NRW ist halt immer noch am stärksten? Ich glaube ja. Also NRW ist halt auch bevölkerungsreich, da verstehe ich schon. Bei Bayern ist es halt ein bisschen enigmatisch. Ich glaube, in Bayern und Baden-Württemberg ist es auch recht stark. Ich glaube, das ist einfach so diese typische dumme süddeutsche Sturheit. Ja, sie haben halt auch gesagt, diese Ischgl-Geschichte ist halt Bayern richtig auf die Füße gefallen. Also, dass sie immer mehr Leute nachweisen können, die diese Ischgl-Scheiße mitgebracht haben. Halt einfach nur irgendwelche schönen Party-Après-Ski. Nee, ich fahre in halt Skiurlaub, ich lasse mir das nicht vermiesen. Oh, ich habe das halt heute bei Instagram bei diesen Vorschlägen, was du denn so kriegst, da war halt irgend so ein Bild irgendeiner dummen Zeitung. Ich lasse mir doch von Corona nicht vorschreiben, wann ich heirate und wann nicht. Und dann halt irgend so ein Typ, der halt da mit seiner Frau in der Straße stand mit ein paar Leuten, die halt jetzt einfach so ohne Maske und Juhu, wir heiraten jetzt. Übrigens, was ist das, finde ich? Lass mir doch von Corona nicht vorschreiben, wann ich sterbe. Genau. Ja. Ich habe so gedacht, dass Boris Johnson in der Klinik war, ist echt gut, glaube ich, fürs Land, weil der halt am eigenen Leib gemerkt hat, wie gefährlich das ist. Ich glaube nicht, dass das hätte auch in die Hose gehen können. Ich glaube aber nicht, dass das bei Boris Johnson einen dauerhaften Effekt hat. Aber ich meine, also reicht ja, wenn er jetzt erstmal sagt, von wegen, ey, Sicherheit und bla bla bla, es ist aber halt. Aber ich meine, den Kurs hat er ja vorher schon gefahren, dass er noch irgendwann eingelenkt, nachdem in einer Nacht. Hat er gesagt, er hat eine Immunität. Ja, aber da sind in einer Nacht irgendwie 300 Leute gestorben und dann war es doch so. Aber ich meine, das größere Problem, was Großbritannien hat, ist, dass der Gesundheitsdienst so kaputt gespart wurde über die letzten Jahrzehnte von den Tories. Gut, das haben wir zum Glück ja nicht. Ja, aber da ist es nochmal ein noch ernsteres Ausmaß. Also, noch schlimmer als bei uns? Ja, deutlich. Ach, das stimmt. Also das ist richtig, richtig räudig, wie es da im Gesundheitsdienst ausgeht. Deswegen war ja auch eins der Brexit-Argumente immer, wir stecken das in den NHS. Was das Gesundheitssystem dort ist. Der National Health Service, ja. Also die haben ja quasi ein Einkassensystem. Also nur eine Krankenkasse, bei der alle versichert sind. Was ja eigentlich viel besser ist, aber wenn du es halt so kaputt sparst, dann... Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht... Ist das nicht auch mit Rückzahlung? Wenn du nichts hast, dann kriegst du halt wieder von deinem Geld? Das weiß ich nicht. Okay. Wer ist denn dieser Kollege zu deiner rechten Schulter? Der Waschbär. Ja, aber wie heißt der? Waschi.
Weiß ich nicht. Das muss ich Dortmund fragen. Den hatte ich immer zu Nikolaus geschenkt. Der heißt bestimmt sowas wie Herr Rübenacker oder sowas. Die haben immer so ganz biederen Namen. Herr Rübenacker? Ja, der sieht so aus. Mr. Snacks. Mr. Snacks. Er liest mehr, dass er ist, aber er ist Mr. Snacks. Okay. Ja, gut. Dann Klausebaus. Türki Schnürki. Du bist nicht drauf eingegangen. Ey, gestern hat Philipp gefragt in der Gruppe. Das hätte ja, der Mörder-Gag werden können. Ich habe das zu spät gesehen, weil ich weil ich Signal nie aufrufe und alle Notifications deaktiviert habe. Ja, kannst du jetzt ja noch reinschreiben, Alter, ich bin auch noch fertig oder so. Ja, mache ich gleich mal. Was ist denn hier alles für ein Scheiß an dem? Das haben wir mich gleich mal ein bisschen mit Ring Fit vergnügen. Juhu! Ich habe gestern das erste Mal nach langem wieder mit der Hantel trainiert. Ja. Und ich gucke jetzt, seitdem ich trainiere, wieder vermehrt, weil sie viele gute Spiele gespielt haben oder spielen. GameTube? Okay. Was spielen sie gerade? Resi 3 in Remake. Ja. Und dann irgendwas haben sie noch, also sie spielen ja ganz viele Klassiker, auch gerne mal so 2,5 Stunden durch oder so in einer Session. Mhm. Ja, also Resident Evil 3 soll wohl auch nicht so lange gehen. Und das Geile ist halt die Kombi von Michi und Fritz auch so schön, weil Michi, glaube ich, nur spielt und Fritz zuschaut und es gibt wieder Spinnenwesen und Fritz schreit sich tot. Das ist halt echt krass. Ja. Also du bist dann halt selber erschrocken. Mir ist einmal fast die Hantel weggeplutscht, weil der so am Rum und dann die Stimme geht ja hoch. Weg. Und dann siehst du Michi nur. Ich hab's gemerkt, ich hab's richtig, es krabbelt so. Und dann siehst du Michi nur, wie er dann irgendwie so kurz zusammenzuckt und dann so in die Kamera blickt. Wir zitieren mal. In Dortmund kommt gerade und ist in Sorge, dass hier eine echte Spinne ist. Dortmund, hier ist keine Spinne. Ja, wie heißt der Waschbär, soll ich fragen? Waschi, doch, ich hatte recht. Wischi und Waschi. Und hast du meine Namen-Idee auch schon preisgegeben? Herr Rübenacker schlägt Dirk vor. Auch gut, sagt sie und geht weg. Boah, das ist so eine Begeisterung wie so ein Star, der zum 500.000. Mal halt irgendwie Unterschrift haben will. Wow, Sandra, das ist ja ein interessanter Name. Mit S am Anfang? Oder wie bei uns damals. Ich hätte gerne Opel Astra. Einmal Luft raus. Na ja. Scheiße drin, ist ja auch die Luft raus. Okay. Ich schmeiß mich jetzt im Kostüm und werde mach euch das, schick mir das. Ja, ich mach das auch gleich und dann danach geht's Drago an den Kragen. Jawohl. Ich habe schon geschaut übrigens. Ja, ganz kurz noch, das zur Kurzlebigkeit von Ring Fit, wenn du das Adventure durch hast, ich bin fast am Ende vom Abenteuer, dann gibt's einen New Game Plus und New Game Plus Plus Modus, wo du quasi das ganze Abenteuer mit neuem Dialog und halt angepasst im Schwierigkeitsgrad nochmal anfängst. Von wegen Kurzlebigkeit. Ja, also schon ja eben. Also das Spiel. Ja, ich bin schon 25 Stunden oder so dabei und halt gerade mal fast am Ende. Und wenn es jetzt noch dreimal quasi das gleiche Abenteuer mit wechselnden Herausforderungen hat, Alter Finne, ey, das ist wirklich ein, also eine gute Beschäftigung, sportlich. Kein Wunder, dass es ausverkauft ist. Ja, total. Also das ist halt echt schön, weil du hast ein kompaktes, abwechslungsreiches Workout für zu Hause und richtig fiese Sachen halt, dass es nur deine Zeit stoppt, wenn du trainierst. Ja. Also da hast du auch wirklich nur die blanke Trainingszeit am Ende. Nicht die Spielzeit. Also da du gerade sagst, es ist eh ausverkauft, brauche ich mir ja keinen Kopf machen, aber generell klingt das nach einer guten Investition. Das Schräge, also finde ich. Wenn du das irgendwo noch findest? Das, also angeblich heißt es wohl, dass es erst ab 1. Mai wieder irgendwo verfügbar. Okay. Und ich meine, das mit der Schräge finde ich halt nur. Ja. Ist halt ein teurer Spaß, aber ja. Das Schräge finde ich, dass die halt schon über längeren Zeit beobachten, dass gerade die Switch mit dem Ring Fit Ding halt
so abräumt und so unangefochten auf so einer, auf so einer freien Platz 1 Position ist, dass da keine Sony und Co. Microsoft oder wer noch produziert, sagt von wegen, Alter, wir brauchen Äquivalent, wir machen das auch, wir machen den Fit-Stab oder irgendwas, so, dass die halt einfach Kooperationen mit, keine Ahnung, Blackroll oder sowas machen. Ich glaube, dass die halt dann auch was rausbringen, weil das ist ja nicht das einzige Ding. Es kann nicht sein, dass der Ring das Nonplusultra und da kann man nichts mehr drüber erfinden. Alles, was es davor gab, war halt immer so, du hast halt nichts in der Hand. Du hast halt nur so zwei Griffe in der Hand und machst halt mit denen was ohne Widerstand. Ja. Das war halt davor immer so der Status quo. Aber der Ring, der macht halt so viel aus, was das Training damit mit dem Ding angeht. Zumal es jetzt auch so viele Expander und irgendwelche Gummibänder, ich trainiere jetzt auch mal wieder mit den Lidl Fitnessbändern, und jetzt hat ja Blackroll eigene Fitnessbänder rausgebracht, und ich dachte, Alter, das ist jetzt schon 2 Jahre alt, dieses Fitnessbandprinzip, und jetzt sagen sie, aber wir haben die richtig evolutioniert. Aber da könnten sie halt auch das sagen, von wir haben verschiedene Loops, wir gucken halt, was du abkannst, du hast halt unter deinem Bein und machst halt so, also dieses Widerstandsprinzip. Du hast halt ja ein Widerstandsprinzip bei dir. Bei den anderen Sachen wedelst du nur mit deinem Arm- und Handgelenk und bist halt mehr durchs Hohen Pops ein bisschen müde. Aber da hast du halt sehr viel Widerstand. Und das ist ja das Geile. Geil ist auch, da gibt es auch so eine geile Curl-Variante, wo du das Ding auf die Schulter packst und halt runterdrücken musst. Ach, krass. Also echt, alles dabei. Gut, so viel von meiner Front. Wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus. Genau, schreibt uns weiter erotische E-Mails für nüsse@gmail.com. Kommt zu unseren Zoom-Meetings oder für Nüsse-Port auf Twitter. Schaut uns weiterhin nackig an auf für Nüsse mit Dirk und Klaus beziehungsweise bei auf YouTube. Ja, oder in allen Podcast-Apps, die nicht Spotify sind. Aber also gerade optisch haben wir den Sprung gemacht durch Corona. Meinst du jetzt, weil wir öfter diese geilen Live Video-Chat-Dinger. Ich meine, das war jetzt auch nicht so spannend, aber besser als das Thumbnail. Wie du uns gerade angehoben hast und dann wieder, das ist auch nicht spannend, das ist erstmal scheiße, was wir machen. Naja, ich meine, wir sitzen hier vor der Sonne. Nee, aber ich meine. Hallo, wir haben uns heute verkleidet. Ich habe Pornosocken in die Kamera gehalten, fast die Hose aufgemacht. Das ist schon ziemlich viel. Ja, die heilige Triade. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bleibt zu Hause, wascht die Hände, onaniert. Tschüss. So, Aufnahme beenden.